Aber das ist eigentlich das Wichtigste. Bist du im Filmen, oder? Okay, gut. Falls das irgendjemanden interessiert. Eben das Bereitstellen von Daten für die Analyse. Und die Analyse kann dann anschließend erfolgen. Ganz wichtig, ich werde immer wieder gefragt, kann ich das auch verwenden, um Daten in die Webseite zu importieren? Und das haben wir explizit ausgeschlossen. Technisch wäre es zwar möglich, aber das ist eigentlich außerhalb vom Scope von einem Reporting-Tool. Und es wäre auch von der Programmierung her extrem aufwendig, weil du müsstest dann alles Mögliche prüfen, was du in die Datenbank, also du könntest ein Excel nehmen und es hochladen und von dort aus in die Datenbank laden, aber dann muss das Excel derartig stringent überprüfen, damit keine Fehler in die Datenbank kommen. Das ist einfach zu kompliziert. Das bringt es nicht. Ja, 5 Fragen. Wer von euch betreibt eine Webseite? Wer von euch betreibt eine Joomla-Webseite? Oh. können die Nutzer auf euren Webseiten etwas aktiv tun? Ja. Also nicht nur einfach schauen und sich anmelden oder so, sondern aktiv was tun. Sehr gut. Also eben Buchungen, Reservierungen, E-Commerce, Vereinsverwaltung, was auch immer, Community, Dating. Und bei diesen Nutzungen werden auch Daten erzeugt von den Usern, also Bestellungen oder weiß der Geier was. Und die Tools, die ihr verwendet, haben zumeist ein Set an Auswertungen vorgegeben. Ja oder nein? Kommt drauf an, definiere Auswertungen. Also CSV-Daten, die man exportieren kann in gewissen Formaten und so. Ja. Aber das ist zumeist ein bisschen rudimentär. Was mein Tool kann, ist alles, was per Abfrage aus der Datenbank herausgeholt werden kann, kann das Tool verarbeiten. Das heißt, wenn du es als SQL Select Abfrage definieren kannst, kann JDB Export dir daraus eine präsentable Excel-Datei machen. Wie funktioniert das genau? Ah ja, die 5. Frage, brauchst du die Auswertung mehr als einmal? Wenn du sie nur einmal machst, dann bist du wahrscheinlich schneller im PHP-MyAdmin. Also, das Wichtigste ist, du musst die Datenbankabfrage machen. Das heißt, eine Grundvoraussetzung, um das Tool zu verwenden, ist, man muss Datenbankabfragen erstellen können. Man muss ein bisschen ein Wissen haben über SQL. Das ist jetzt nicht, das ist nicht eine große Hürde, aber man muss halt schon auch ein bisschen was lernen dazu. Aber ich habe Kunden gesehen, die das Tool nutzen, die haben solche SQL-Abfragen im JDB Export drin, machen wirklich komplexeste Abfragen und das funktioniert alles toll. Wenn die Abfrage existiert, dann musst du sie eigentlich nur noch ins Tool hineinkopieren im Backend. Ich zeige euch das nachher live, hoffentlich. Und du musst ein, also es entsteht ein Excel, das heißt ein Workbook, ein Excel-Dokument mit Sheets drin. Du definierst die Abfragen in den Sheets und verbindest eigentlich die Sheets mit dem Workbook. Und dann musst du nur noch auf den Knopf drücken und es downloaden. Du kannst natürlich noch viel, viel mehr machen. Du kannst das Excel-Dokument, ich sage immer Excel, aber es geht auch PDF und HTML und aber im Excel sind die Formatierungsmöglichkeiten einfach am größten. Du kannst formatieren, kannst Bilder einfügen, kannst Schriften ändern, Schriftgrößen, alles Mögliche, das zeige ich euch dann gleich. Du kannst aber auch nicht nur die eigene Joomla-Datenbank abfragen,
sondern wenn du eine Datenbank hast, die von deiner Joomla-Instanz aus erreichbar ist, kannst du auch die einbinden. Also wenn du einen SQL-Server hast, der physisch von dieser Joomla-Webseite erreichbar ist, dann kannst du auch Abfragen auf den machen. Dazu gibt's, legst du einfach eine zusätzliche Datenbank im Tool an. Einen Terminplaner haben wir auch seit 2012, also nicht erst seit Joomla 4.1, wir haben ihn schon seit 2012 und der ist sehr, sehr umfangreich, hat sehr, sehr viele Möglichkeiten und. Damit ihr einen Einblick kriegt, das Tool wurde bereits über 5000 Mal downgeloadet. Gut, das klingt jetzt nicht so dramatisch, aber und die Bewertungen, die wir haben, mit 45 Bewertungen, einen Score von insgesamt 100, auch nicht so schlecht. Ja, sollen wir es riskieren? Sollen wir es riskieren? Ist die Frage. Ich zeige euch hier unsere Demo-Webseite. Demoschulz.ch, da ist das Tool drauf, das Frontend, nicht sehr spannend, aber wir können hier gleich ins Backend einsteigen. Warte, wir machen das anders, damit ihr das seht. Wir können ins Backend einsteigen, uns mit dem Demo-User anmelden. Der kann natürlich nicht besonders viel auf der Demo-Seite, aber immerhin. JDB Export, Control Panel. Das heißt, wir haben ein Kategorien-Element, wir haben diese Worksheets und die Workbooks. Also ein Workbook besteht aus einem oder mehreren. Eine Arbeitsmappe besteht aus einem oder mehreren Arbeitsblättern auf Deutsch. Das Wichtigste sind die Arbeitsblätter. Da wird die eigentliche Arbeit gemacht. Ich habe hier ein paar vorbereitet in der Demo. Ich kann euch mal eines zeigen. Da gehe ich zu den Workbooks. Gleich mal eins, damit ihr ein bisschen was seht. Das ist aus der Demo-Datenbank, die ich angelegt habe von MariaDB. Die haben so eine Länder-Datenbank. Wenn ich die jetzt downloade, dann ist die in den Downloads. Hoffentlich. Ja, das ist die. Da habe ich einfach mal die Länder ausgegeben mit ihren Kilometer, mit ihren Flächen. Also so, Russische Föderation 1,7 Millionen Quadratkilometer und so weiter. Was das Tool auch kann, ist Grafiken einbinden, also Balkendiagramme kann man definieren aus diesen Daten. Wird gleich ins Tool hinein generiert, wenn man das will. Ich zeige euch das. Das ist dieses Worksheet hier. Das schaut einfach so aus. Das hat verschiedene Tabs. Das General, Layout, Format und alle anderen komme ich dann noch dazu. Auf dem General füllst du einfach einen Namen aus, einen Sheet-Namen, eine Beschreibung, wenn du willst. Wählst die Datenbank, aus der die Abfrage kommen soll. In dem Fall ist es jetzt die Nations Demo-Datenbank.
Normalerweise, in den allermeisten Fällen, wird es die Joomla-Datenbank sein und definierst die SQL-Abfrage. Also select bla 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 from welcher Tabelle ordert in irgendeiner Art und Weise. Wenn du nicht genau weißt, was du machen willst, haben wir hier die Datenbank dargestellt. Das heißt, du kannst die einzelnen Tabellen anschauen, welche Felder sind drin, was für Definitionen haben sie. Wir haben jetzt diese Tabelle genommen, Country Name, also Country ID, Name und Area, das sind die Felder, die uns interessieren. Die kannst du dann hier oben reinschreiben. Wir haben auch, wenn du nicht so selbstsicher bist beim SQL-Schreiben, einen Checker, das heißt, der prüft dir, ob die Abfrage, die du gemacht hast, nach allen Aufbereitungen gültig ist. Hier sagt sie, das ist gültig und würde dir 239 Resultate zurückliefern. Also du kannst eigentlich sehen, ob du Fehler machst, noch bevor du es abschickst. Im Layout hast du auch viele Möglichkeiten. Du kannst Zeilen vor dem Ergebnis reinschreiben, also Leerzeilen oberhalb der ersten Titelzeile. Da kannst du dann auch noch Elemente reintun. Du kannst Schriften auswählen, du kannst die Farben setzen, du kannst auch die Hintergrundfarbe setzen, du kannst bei den Daten zum Beispiel auch Farben setzen und jede dritte oder alle drei Zeilen die Farben ändern. Also ihr seht schon, hier gibt es jede Menge Möglichkeiten. Spaltenbreiten, Reihenhöhen, Zellen verbinden, Printheader. Das sind die allermeisten Funktionen, die Excel bietet, können wir hier so abbilden und Excel daraus generieren. Du kannst sogar noch weitergehen und du hast hier das generelle Layout und kannst für einzelne Zeilen oder Zeilenbereiche kannst die Formate nochmal überschreiben. Also wenn du jetzt sagen willst, und den Block will ich jetzt rot blinkend haben, dann kannst du es auch noch machen. Ich würde es nicht tun, aber manche mögen rot blinkend. Du kannst diese Bedingungen oder diese Formatierungen auch noch mit Datenbankabfragen bedingt machen, entschuldige, ja. Ich habe vorher gesagt, du kannst Zeilen zum Beispiel vorher machen. Du kannst dann diese Zellen, also wenn du drei Zeilen vorher anlegst, kannst du die Zelle B2 zum Beispiel explizit mit einem Text füllen. Dann sagst du einfach hier B2 ist ein Text und schreibst den Text rein. Und das kommt dann dort rein. Ich zeige euch das gleich live. Du kannst Autofilter definieren. Die Gruppierung ist noch nicht fertig. Du kannst eben diese Grafiken einbinden, also Balkendiagramme aufgrund der Daten. Das ist ein bisschen komplizierter. Ja, das ist so ungefähr das, was du machen kannst. Aber ein ganz wichtiges Thema ist auch, warte, ich zeige euch noch die Workbooks. Irgendeins. Auch wieder Name, Titel, Filename, Fileformat. Also wie möchtest du es haben? Ihr seht hier, ich mache das nochmal zu, das ist das normale Excel-Logo, also für Excel-Datei. Du könntest sogar sagen, ich will individuelle Icons haben. Die kannst du kannst du eigene Icons hochladen, fürs Format, oder du kannst sagen, und dieses Dokument mit der ID 17 soll jenes Icon haben, das du dann halt auch selber hochladen musst. Und dann hier tust du eben verbinden ein Workbook, also eine Arbeitsmappe
Da sagst du einfach, welche Worksheets da drin sein sollen oder welche nicht. Ein wichtiges Thema ist, manchmal willst du zwar die Abfrage definieren, aber sie ist nicht jedes Mal gleich. Zum Beispiel, wenn du Zeiträume abfragen willst oder wenn du sagst, wenn der User soll das abfragen können, aber nur mit seinen Daten, also über die User-ID, dann musst du das in der Query, in der Abfrage entsprechend hinterlegen und kannst aber dort quasi einen Parameter setzen, ist gleich User-ID, und wenn der sich anmeldet, wird dieses User-ID ersetzt in der Abfrage durch die tatsächliche ID. Das kannst du auch mit sogenannten Laufzeitparametern machen, wo du dann sagst, wenn du zum Beispiel ein Dropdown haben willst von verschiedenen Filialen, du willst jetzt eine Excel-Auswertung machen, aber nur für eine Filiale, dann machst du hier ein Dropdown-Menü, listest die Filialen auf, und wenn er das Excel abruft, wird ihm ein Dropdown gezeigt und er sagt, okay, die Filiale und dann Download, und dann kommen nur die Daten von der Filiale oder von dem User oder was auch immer. Das geht mit diesen Laufzeitparametern. Dann gibt es noch ein paar Sicherheitseinstellungen. Du kannst das Ganze mit einem Passwort hinterlegen, dass, wenn du es nicht dir direkt zuschicken lassen willst, sondern dir quasi nur den Link zuschicken lassen willst, kannst du das mit einem Passwort hinterlegen, sodass, wenn der Link in falsche Hände gerät, dass der nicht auf die Daten zugreifen kann. Das haben wir noch jede Menge Formatierungen. Gehen wir nochmal zurück aufs Control Panel. Soll ich euch mal ein Beispiel vorführen? Also wir sagen zum Beispiel, ich weiß nicht, ich mache jetzt ein neues Worksheet. Das heißt JD22. Beschreibung. Wir nehmen das aus der Joomla-Datenbank und fragen, was fragen wir denn? Was gibt es denn in der Joomla-Datenbank? Benutzer. Ja, Benutzer können wir machen, ja. Ich weiß schon, wo du hin willst. Select. Stern oder was? Oder sollen wir nur das Passwort abfragen? angezeigt wird schon. Achso. Select Passwort from. Was? Passwort. Ich bin so deutsch. Passwort from Users. Das müsste genügen, oder? Schauen wir mal, ob ich einen Tippfehler drin habe. Das hätte er jetzt übrigens gemerkt. Das T können wir gleich ausprobieren. Liebe Vorführeffekte, was hat er denn jetzt? Ah ja, okay, gut. Mein Fehler. Solange ich nicht mindestens einmal gesaved habe, kann er natürlich nicht prüfen. Er muss es schon in der Datenbank drin haben. So, der sagt jetzt, das würde mir 8 zurückbieten. Jetzt tun wir wieder Deutschen. Und wenn ich jetzt abfrage, müsste er mir zeigen, unknown callium, Passwort in der Fieldlist. Okay.
mache jetzt keine groben Formatierungen. Dann machen wir ein Workbook. Ein neues. JD 22. Wir sagen, wir möchten gern dieses Worksheet hier drin haben. Save and close. Das müsste mal für den Anfang reichen. Schön machen können wir es immer noch. Jetzt tun wir es downloaden. Jetzt schauen wir uns die Passwörter an, oder? Schauen wir uns die Passwörter an. Okay, bringt uns nicht viel, oder? Eigentlich hätte was anderes passieren sollen, aber ist okay. Was vielleicht noch spannend ist, Worksheets. So, die Joomla-Datenbank wird bei der Installation gleich angelegt. Also die Verbindung zur Joomla-Datenbank ist automatisch drin. Du kannst aber jede Menge weiterer Datenbanken reintun. Wenn ich sage neue Datenbank, dann kann ich auswählen, was für eine das sein soll. Oracle, SQL Server, Postgres, SAP, Ingress, Firebird, SQLite, PHP Data Objects oder einen Custom Driver haben wir auch drin, wo wir auch beschreiben, wie kannst du, wenn du eine ganz spezielle Datenbank hast, mit sehr wenig Code kannst du eigentlich einen eigenen Datenbanktreiber dazuhängen. Und wenn du die Verbindung richtig angelegt hast, kannst du auch checken, ob die Verbindung funktioniert. Und hier scheint sie zu funktionieren, weil wir haben ein OK und eine Zeit. Das heißt, die Zeit kommt jetzt tatsächlich nicht vom PHP, sondern von der Datenbank. Okay, was noch? Der Taskplaner. Da kannst du eben sagen, mach mir eine neue Task mit schick mir das E-Mail oder für eine SQL-Abfrage aus. Bitte. Entschuldigung. Schick mir ein E-Mail und zwar mit diesem Workbook hier. Also nein, das geht so. Muss natürlich sagen, an wen, mache ich jetzt nicht, ist egal. Kannst das sogar noch relativieren, indem du sagst, wann soll es laufen? Also, wann soll es laufen, sagst du hier. Frequency, stündlich, täglich, wöchentlich. Weniger als stündlich haben wir nicht drin. Aber hier kannst du zum Beispiel noch sagen, lauf aber nur, wenn eine bestimmte Bedingung erreicht ist. Also wenn zum Beispiel der Tag Montag ist oder weiß der Geier was. Das kannst du per Datenbankabfrage dann wieder relativieren. Okay. Das wäre mal das Tool soweit. Habt ihr Fragen? Oder seid ihr völlig erschlagen? Nutzt du da den Task-Scheduler oder? Was, den neuen von? Ja. Nein, das haben wir seit 2012. Mhm. Das heißt,
Wir definieren hier in der Datenbank einfach alle Informationen und du brauchst einen Curl, der, also bei uns, wir machen so, wir haben einen Curl, der alle 15 Minuten auf den Webseiten nachfragt, ob ein neuer Scheduler fällig ist und wenn einer von denen ins Kriterium reinfließt, dann wird er ausgeführt. Du planst auch nicht in den Core zu kontinuieren. Habe ich nicht verstanden, die Frage. Also es gibt von seit 4.2 den Task. Genau, den habe ich mir angeschaut. Mhm. Unsere geht wesentlich weiter. Er geht ja nur um Anstoßen. Was? Der soll das ja nicht ausführen, der soll das ja nur anstoßen. Also die Aufgabe ist. Das könnte man machen. Ja. Das ist ein kleines Plugin, was du da schreiben musst. Was dann einfach fehlt. Ja. Könnte man machen. Also ich habe einmal kurz drauf geschaut und nachdem wir es bei unseren Kunden schon eben lange, lange Zeit haben, ist das überall schon als Curl-Aufruf eigentlich implementiert. Aber ist sicher eine Kleinigkeit, sowas. Also wir haben ja ein paar Plugins, das ist ja die Komponente, wir haben Module, wir haben Plugins dazu, kann man sicher noch ein Plugin dazu schreiben. Andere Fragen? Ja? Nur nochmal kurz zum Verständnis. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Veranstaltung promote auf meiner Seite mit einer Anmeldemöglichkeit, die wir irgendwie in ein Formular kommen zum Beispiel, kann ich damit dann quasi automatisiert die Ergebnisse abfahren. Genau. Du schreibst die Datenabfrage, wo du auf die Anmeldungen, auf die Anmeldungstabelle zugreifst, packst die in eine Arbeitsmappe hinein, schreibst dir einen Scheduler, der dir jeden Tag um 7.35 Uhr diese Abfrage macht und per E-Mail zuschickt. Und wenn du ins Büro kommst, hast du die aktuellen Anmeldungen im E-Mail drin. Limitiert? Sagen wir so. Es ist schon limitiert und zwar. Wir nutzen für die allermeisten Anwendungen nutzen wir PHP Spreadsheet als Excel-Generator. Und wenn es so um 5000 Zeilen sind oder so, oder 6000, je nachdem wie viele Daten drin sind, gell, kann schon sein, dass der Server zu langsam wird. Es gibt aber noch andere, das zeige ich euch schnell. Das haben wir extra deshalb gemacht. Advanced. Also normalerweise wird es mit dem PHP Spreadsheet geschrieben. Es gibt aber jetzt eine, bald zwei andere Alternativen. Die hier erzeugt nicht ein Excel, sondern ein Microsoft Excel XML. Und das kannst du beliebig groß machen. Das heißt, wenn du wirklich Zehntausende von Daten hast, dann ist die Formatierung auch nicht mehr so wichtig. Dann willst du hauptsächlich die Daten haben. Und dann holst du es dir halt als XML, öffnest es in Excel und speicherst es als XLSX wieder ab. Und damit hat sich die Geschichte. Das ist halt viel effizienter, aber es sind halt keine Formatierungen dann drin. Keine Fragen mehr? Okay. Wenn keine Fragen mehr sind, dann bin ich erledigt.